Nein, danke. Ich brauche nichts. Außer vielleicht eine Gelegenheit, mich von meinem Bruder zu verabschieden. Voll die tragische Familiengeschichte. Bowlingkugel. Können wir vielleicht... Der sonst so neunmal kluge Stoffhase gab keinen Mucks von sich, ob er beleidigt war. Der sonst, ob er... Okay, Kleiderständer. Einfach so mal. Oben auf dem Kleiderständer wirkte die Bowlingkugel wie ein Totenkopf. Aber irgendetwas fehlte. Ich hab hier ein Geisterkostüm. Vielleicht. Lilly schauderte. Plötzlich stand ein Gespenst in der Abstellkammer. Was ist das denn? Ein Geist? Na, hör mal! Wenn hier einer spukt, dann bin ich das! Verschwinde von hier! Wenn du Alfred siehst, sag ihm... er soll hier mal vorbeispuken. Ich habe mich nie von ihm verabschieden können. Wir haben doch ein Alfred-Porträt, können wir das irgendwie... Oh, das ist er. Das ist mein Bruder Alfred. Oh, Alfred, ich hätte dir noch so viel zu sagen. Die Musik ist einfach nur passend, oder? An den Haken vielleicht. Das Porträt des hässlichen Jungen hier aufzuhängen, wäre sicher gespenstisch. Aber irgendetwas fehlte. Was fehlte denn? Spiegel haben wir gerade dort abgenommen. Tja, Lunchbox. Da hatte jemand seine Lunchbox stehen lassen. So etwas konnte Lilly nicht passieren. Sie hatte ja gar keine Lunchbox. Tja, zum Glück. Und ich fand Kuchen. Und nun? Vielleicht. Lilly wusste, dass sie nicht mit dem Essen spielen sollte. Das Essen war so ein schlechter Verlierer. Und wenn es zu toben anfing, wurde Lilly immer Angst und Bange. Vielleicht einen Haken hängen. Natürlich. Und jetzt hier noch das Bild dran kleben. Bemerkenswert. Die Termiten hatten den Pfannkuchen verputzt und dabei ein Loch in die Tür genagt. Ha, vielleicht kommen wir jetzt von der anderen Seite aus. In das Loch. Und wie war's jetzt? Schade. Tja. Du möchtest das zurückschild. Vielleicht. Wenn wir jetzt. Vielleicht. Die Rahmen waren in etwa gleich. Oh, Licht. Ah, verstehe. Und jetzt hier. Haken. Was ist das denn? Sehr schön. Ein Geist? Na hör mal, wenn hier einer spukt, dann... warte mal. Alfred, du bist es wirklich. Ich kann es kaum fassen. Oh, Alfred, ich konnte mich nie von dir verabschieden. Und dabei habe ich dir doch noch so viel zu sagen. Oh, wo soll ich anfangen? Ach ja, ich weiß. Du miese Dreckskröte! Deinetwegen habe ich mein ganzes Leben in einer stinkenden Kanalisation verbracht. Na warte. Ein Schlüssel. Ein Schlüsselbund. Das Phantom. Ja gut, lassen wir die zweimal. Alleine. Bürotür. Die Tür war fest verschlossen. Natürlich war sie das. Okay. Ich weiß, es ist schon 19 Uhr, aber es ist... Es ist gerade so spannend. Die Tür war fest verschlossen.
Okay, wir haben Schlüsselbund. Vielleicht können wir in Ednas Zelle. So ein Glück. Edna. Wir hatten schon Sorge, du wärst auch erwischt worden. Der Doktor ist vollkommen übergeschnappt. Er will uns alle zu willenlosen Marionetten machen. Das klingt doch schon fast nach Finale. Angetan hat. Oh. Hallo, Lili. Schön, dich zu sehen. Aber was treibst du bloß hier? Mitten in der Nacht. Haben dich deine Mitschüler dazu angestiftet? Das sind so ungezogene Kinder. Du hingegen warst immer so brav. So brav. Es tut mir so leid, dass ich immer so streng war. Aber jetzt, dank Dr. Marcel, bin ich auch ein artiges Kind. Komm, natürlich. Setz dich. Du kannst mir helfen, die Puppen für den Doktor zu sticken. Ignoriere sie einfach. Finde lieber einen Weg, um uns zu befreien. Wir müssen hier fort, bevor der Doktor... Uns einsperrt. Habe ich dich endlich. Ich hatte gehofft, dass du hier aufkreuzen würdest. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, um die Produktion meiner Hypnosepuppen voranzutreiben. Na toll. Sehr bald werde ich die ganze Welt beliefern. Aufsässige Kinder wird es nur noch in Geschichten geben. Sobald ich dich meiner verbesserten Hypnosetherapie unterzogen habe, kann mich nichts mehr aufhalten. Gut, ich speichere hier vielleicht mal. Das wäre nicht schlecht. Speichern. Sehr gut, und dann können wir weiterspielen. Es ist gerade so spannend. Ich weiß, es ist schon, die Stunde ist vorbei. Aber ich spiele jetzt hier einfach mal weiter. Schon sehr gut. Nadel. Nehmen wir die an uns. Ach, natürlich. Keine Spitzengegenstände benutzen. Spitze Gegenstände. Sehr gut. Und Nadel. Vielleicht. Lilly würde den Teufel tun, der Oberin beim Stricken zu helfen. Ich dachte auch eher daran, dass du der das irgendwie ins Auge rammst, so wie, der, wie dem Phantom. Ist das irgendwie. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Lass sie lieber dich benutzen. Aha, vielleicht. Perfekt. Jetzt hatte Lilly Nadel und Faden. Nadel und Faden. Großartig. Apfeleimer. Lilly zögerte. Normalerweise wartete sie, bis die Oberin fort war, bevor sie in Müll blühte. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Aber was war das? Waren das Augen? Oh. Harveys alte Augen. Ich habe eine Idee. Lilly kam eine Idee. Sie wusste, sie konnte nicht gut nähen. Aber vielleicht reichte es aus, um Harvey seine alten Augen zurückzugeben. Sie machte einen ersten Stich. Harvey nähset. Na komm. Lilly zögerte. Zu oft hatte man ihr gesagt, dass sie nicht mit Nadel und Faden umgehen konnte. Aber was hatte sie schon zu verlieren? Sie würde es wohl darauf ankommen lassen müssen. Was machst du? Lass das. Du tust mir weh. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Oh je. Du. Finale. Soll mich an meinem fusseligen Hintern kraulen. Ich meine, jetzt entfernen wir seine neuen Augen. Er ist wieder da. Harvey. Ich kann es kaum glauben. Ich bin wieder der Alte. Harvey. Bist du es? Der alte Harvey. Los, 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 los. Lass uns etwas anzünden. Und damit lass uns den Mond anzünden. Und das anschließend aufessen. Na los, Lilly. Worauf wartest du? Nimm dir die Bude auseinander. Yippie! Yippie. Harvey mit alten Augen. Ist ja schön. Edna. Ich freue mich
sicher, so dich zu sehen, Lilly. Ich würde dich ja umarmen, aber naja, diese Woll-Version eines H.R.-Geiger-Albtraums schränkt meinen Handlungsspielraum etwas ein. Können wir diese rührende Wiedersehensszene auch später verschieben? Erst einmal brauchen wir einen Plan, wie wir hier runterkommen. Deine Mutter braucht einen Plan. Meine Mutter braucht einen Plan. Deine Mutter. Zum Beispiel, mir einen Sinn für die Realität zu vermitteln. Was ist der Plan deiner Mutter? Ach, ich vergaß, du hast ja gar keine Eltern mehr. Boah, wie fies. Was? Oh, Lilly hat recht. Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Einverstanden. Schnösel. Wir sollten vielleicht hier mal zwischenspeichern, bevor wir ins Finale gehen. Speichern. Speichern. Überschreiben. Großartig. Wir haben Harvey zurückgeholt. Weiterspielen. Harvey mit alten Augen. So können wir jetzt vielleicht... Du musst uns befreien, Lilly. Ich glaube, die Oberin hat ein Messer, um die Fäden zu kürzen. Dummerweise kann sie es nicht benutzen, solange sie unter Hypnose steht. Konnte Lilly der Oberin auf diese Weise helfen, ihre Blockaden zu lösen? Zitternd zog sie an der Schnur. Anti-Hypnose, Harvey. Okay. Ist ja gut, dass wir vorher gespeichert haben. Das könnte jetzt der finale Kampf werden. Ach du Schreck. Hm? Hey Lilly, du auch hier. Cool. Was ist das? So eine Art Kampf? Weniger reden, mehr kämpfen. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Ach du Schande. Ein Schachfeld. Wir haben die oberen... Hier sind wir. Hier sind unsere Schachfiguren. Schiedsrichter Harvey. Ach du Schande. Die rebellischen Harveys. Den Ort Harvey auswählen. Den Schaf Harvey auswählen. Den Feuer Harvey auswählen. Lügen Harvey. Alkohol Harvey. Berserker Harvey. Möhren Harvey. Was haben wir hier? Ah, das sind die ganzen Dämonen. Tutorial. Ja, nein. Ach du Schande. Was machen wir jetzt? Schach. Ich habe noch nie Schach gespielt. Ich kann kein Schach spielen. Was soll ich denn jetzt machen? Wir können auch Skip klicken, aber... Nee, das ist so... So muss das jetzt... So muss das nicht enden. Puha, ja. Prinzipiell haben jetzt alle Harveys 15 Lebenspunkte. Ach du Schreck, was wie jetzt? Rote Harvey auswählen. Angriff, Magie, Kombo. Ach du Schreck. Richtiges. Schachspiel, richtiges Schach-Fantasy-Dingens-Spiel. Angriff. Wähle ein Opfer. Ich will dich. Aha. Ist er jetzt tot oder was? Er hat nur 13 Lebenspunkte. Ändere deine Harvey-Figuren aus. Kombo. Sehr gut. 7 Lebenspunkte. Jetzt sind 3 meiner... Ach du Schande. Das kann doch nie beenden. Ach so, vielleicht sollten wir vorher... Die sollten wir die Harvey so einsetzen. Aber Lilly, gibt's auf? Nein. Was? Okay, müssen wir vielleicht nochmal von vorne starten. Das war unfair. Lilly hätte den Kampf doch gewonnen. Wie sollte sie die Blockaden der Oberin jemals brechen, wenn sich dieser Schiedsrichter andauernd einmischte? Ach du Schande.
Wir spielen das heute noch zu Ende, oder was? So, ja, nochmal. Ach du Schande. Jetzt müssen wir vielleicht die richtigen Harveys gegen die richtigen Harveys an. Also hier. Ein Feuerharvey gegen den Schneemann einsetzen und so weiter. Ich weiß natürlich nicht mehr, wer zu wem gehört.